zack. Das Ganze brauchen wir hier nicht mehr erstmal. Wups, weg. So, wir brauchen wieder unsere Kapsel. Die haben wir. Dann kümmern wir uns jetzt erstmal echt um unsere Wissenschaft. Für die Kapsel brauchen wir Wissenschaftssachen. Zack, zack. Zack. Mehr gibt es ja da nicht. Dann haben wir hier unsere Bremskollapse. Die Bremsfallschirme. So. Das Ganze werde ich jetzt mal. Ich möchte auch nicht, dass er danach zu Kopf lässt. Ich nehme mal zwei oder nehme mal drei mit. Ja, Jungs und Mädels, wie machen wir das jetzt? Ich würde sagen, wir nehmen nur eins mit. Erstmal. Ja, wir werden auch nur eins erstmal mitnehmen. So, dann haben wir das soweit schon mal. Dann stromtechnisch waren wir ja schon recht gut aufgestellt, wenn wir das so machen. Dann kommen hier oben noch ein paar Solarpanels dran. So, dann sind wir hier auch sauber. Darauf kommt das Ding und wieder hier unten eins hin. So, weil ich finde, so sind wir auch recht gut schon. Dann werde ich. Dann wollen wir mal gucken. Ich habe hier noch ein bisschen Treibstoff. Zack. Und daraufhin kommt der. Dann haben wir auch relativ genug Zunder, um da hinzukommen und wieder wegzukommen. Ich hoffe immer noch, dass das Ding einfach nur nicht zu kopflastig wird. Dass wir damit beim Landen nicht Probleme kriegen. Und dementsprechend werde ich das mal ein bisschen anders da machen. Und werde das daran bauen. Und dort dran die Füße. Die Landestelzen. So, da sind wir nämlich ein bisschen weiter auseinander und der kriegt ein bisschen mehr Stabilität da rein. So. Und für Strom haben wir das noch. So. Gut. Hätten wir das auch. Man könnte jetzt auch arbeiten mit einer Service Bay. Dann haben wir hier auch ein paar Sachen geschützt, aber. Wir sind hiermit echt recht gut gefahren. Und deswegen werden wir jetzt hier auch wieder unsere Platten dran setzen. So. Aber bevor wir die machen, wir haben ja jetzt Manöver. Die werden wir jetzt auch mal nutzen. Das war hier Loktemperatur. Den Mystery Goo Container. Dann das da. Hier machen wir noch einen Crew-Report. Zack. Und auf 2 machen wir hier oben auch nochmal einen Crew-Report. Nein. Crew-Report. Das Material beobachten. Das machen. Loktemperatur. So. Jetzt haben wir auch nämlich unsere Manöver hier drinnen. Die wir machen könnten. So. Gut. In der Sicht haben wir das soweit. Dann machen wir das so, dann ist das hier geschützt. Wir haben ein bisschen mehr Sprit. Hier, das hätten, kann man ja alles so lassen. Das sah ja recht wunderbar aus. Brauchen wir hier sonst irgendwas dran? Nee, ne? Nö. Ja, vielleicht für die Optik noch ein bisschen Licht. Dass wir vielleicht, wenn wir mal wieder Pech haben, wir landen wieder mitten in der Dunkelheit, damit wir wenigstens noch ein bisschen Licht haben zum hin und wieder wegzukommen. Frage ist jetzt nur, nehmen wir drei oder nehmen wir nur zwei von denen mit? Hier haben wir 720. Wir werden es sehen. Gut, aber es kommt erstmal der große Test, den ich machen werde. Ich stelle das Ding jetzt erstmal auf die Startolandebahn. Sobald wir das gemacht haben, will ich mal gucken, ob wir aussteigen können. Falls wir aussteigen können. Weil hier das Problem ist, nicht, dass wir jetzt leichter. So. Er kann aussteigen. Gut, das wollte ich nur wissen. So, an dieser Stelle, da geben wir jetzt hier mal Gas. So, und Vollgas, Geronimo! Und ich bin mit der Zeit jetzt mal wieder leise, weil die Booster sind echt zu laut dafür, dass ich da nebenbei reden kann.
So, da haben wir die Stufe schon mal. Dann geht es jetzt mit ihm hier wieder weiter. Und wir werden jetzt auch direkt schon mal wieder ein bisschen einschwenken. So, schön auf 90 Grad. So. Interessant wird das ja dann später, wenn es dann heißt, mit irgendwelchen Leuten von A nach B zu fliegen. Letzter heißt auf einmal, wir sollen Leute mit auf den Mond draufnehmen, irgendwelche Basen bauen und so weiter. Und eine Basis, meine geplante Basis, die ich ja habe, die ist ja im Mimbus. Sodass wir im Prinzip in Mimbus fliegen und da so eine Tankstation hinbauen. Tank- und Forschungsstation. Sodass wir da mal unsere Schiffe auftanken können, nochmal zur Not, andocken, auftanken und dann eben weiter. Und die sollen eben durch Erzsammelei auf dem auf Minmus sollen sie eben die Tanks dann oben wieder voll machen. So. Jetzt wollen wir so einen kleinen Orbit wieder hinzimmern hier. So. Ich habe gesagt, einen kleinen. So, sieht doch gut aus. Dann werden wir jetzt gleich noch mal ein bisschen. Wo willst du denn hin? Ach, der hat ja die Probleme dabei. Wir müssen jetzt mal so wieder drehen. Weil das kleine Reaction-Video, was wir da oben dran haben, ich glaube, diese Reise haben wir überhaupt noch nicht mal eins. Nein! Packt das komplette Ding hier einfach nicht. So. So, aber es sieht doch so gut, so sieht es auch recht gut aus, ne? So, ein bisschen Zeit vorspulen. So, und jetzt gehen wir hier mal wieder Vollgas. Und das mal sieht sogar vom Gewicht, weil wir um Längen weniger Gewicht drauf haben, sieht das ja mal richtig gut aus. So, da brennen wir jetzt erstmal alles runter. Und ich hoffe mal, dass wir diese Reise alles hinbekommen. Weil jetzt geht es ja darum, den Mond zu landen und im Mondorbit nochmal Wissenschaftspunkte zu sammeln. Das war ja so die Hauptaufgabe. Da haben wir zwei Missionen auch schon wieder erfüllt. Und ich hoffe, dass wir damit dann auch genug Punkte haben, dass wir dann eben weitere Experimente durchführen können. Beziehungsweise weitere Klamotten uns besorgen können, eben zum jetzt weiterzukommen. Immer so Step by Step. Wie zum Beispiel Mechstab für Rendezvous-Manöver, damit wir die beiden da oben noch retten können. Ha, das wird auch noch lustig. Weil 5 Jahre im Weltall, das muss es sich mir echt auf der Zunge zergehen lassen. Die wollen echt einen 5 Jahre lang da oben lassen. So, ich würde sagen, gleich sind wir da, wo wir hinwollen. Und wir haben noch echt super Sprit. So, ihr merkt, das Bild hat sich gerade mal kurz gewackelt. Wir haben einen Orbit. So, zack.
Soweit sind wir schon mal. Dann hier wieder ein Manöver. So langsam habe ich hier Routine bald schon da drin. Nur diese Reise habe ich jetzt nicht drauf geachtet, wie viel Grad wir haben. So. Ey, das ist. Ich werde als besser damit. In 13 Minuten müssen wir nochmal brennen. In 46 Sekunden, also heißt es knapp auf 20 zu gehen. Bisschen langsamer. Da kann er sich schon mal ein bisschen einpedeln oder einpendeln. So ein bisschen zumindest nochmal. Wie sieht es eigentlich stromtechnisch aus? Ach, super Ingo, nicht bleifrei. Ja, das ist ja richtig. Ne? Daumen nach oben, sag ich dazu. Nur echt Daumen nach oben. Weil ich möchte endlich nach Minmus, nach Duna und Co. So, das heißt es erstmal hier wegbrennen alles. Und vor allen Dingen, ich möchte endlich hier den haben, damit wir hier auch sagen können, jo, wir wollen zum Manöverpunkt, soll er mal einschwenken. Von dass wir mit dieser Treibladung noch so weit kommen, das ist echt genial. Da sind wir echt auf der sicheren Seite. Vielleicht können wir damit ja. Okay, ich möchte ja mal das machen, bevor ich jetzt mich zu weit aus dem Fenster rauslehne mit allem. So. Wups, erledigt. Schwuppdiwupp. Und ich würde sagen jetzt, Kollege, Warp hier. Abflug. Geronimo. Wups, jetzt kommt er auf die andere. Das rechnet er gerade um. So, 8 Manöver. Hier wollen wir jetzt mal ein bisschen langsamer werden. Ungefähr so viel langsamer. Dann sind wir jetzt hier bei 71. So. Weil ich möchte nicht bei der Dunkelheit runterkommen. So, dann würde ich sagen, das haben wir jetzt schon. Das wird wahrscheinlich dann einfach nur ein Bremsmanöver jetzt werden. Das führen wir auch noch mit dem Sprit aus. Oh, das ist so. Daumen nach oben. Daumen nach oben bis jetzt. Bis jetzt gefällt mir die Rakete sehr gut. Wir haben genug Sprit dabei. Definitiv. So ist nur tatsächlich. Also, wo ich jetzt ein bisschen Schiss vor habe, ich muss die Karre landen. Da ist das, wo ich noch die meiste Sorge bei habe. Sagen wir es mal so. Weil ich habe das Reaction View vergessen. Und ohne das wird das echt eine wackelige Angelegenheit gleich. So, 404 Meter pro Sekunde sollen wir runterbrennen. Das werden wir jetzt gleich auch machen. So, zack, ich gehe mal wieder die Ansicht rein. So, dann brennen wir jetzt mal ein bisschen was weg. So, nicht, dass wir jetzt hier zu viel brennen. So, 10.000. So. Dann machen wir hier es auch erstmal weg. So. Zack. Und sagen jetzt hier Warp hier. Und ich hoffe, dass wir mit 10.000 jetzt echt nicht zu nah sind. So. Aber es sieht ja gut aus. Es sieht sehr gut aus. So, dann machen wir jetzt hier ganz flinkes Bremsmanöver.